Hallo und herzlich willkommen zur 309. Folge von Space Engineers hier in der vierten Staffel auf MicroHazard TV. Ich bin's, euer Eiswagen, und begrüße euch heute wieder ganz herzlich hier zurück. So, letzte Folge war ja Livestream gewesen und da hatten wir ja, den Jungfernflug des Aero-Shuttles durchgeführt, was hier direkt vor mir steht gerade, und angedockt ist es aktuell. Ob funktioniert das bei STRG-Tasten nicht gut. Ist angedockt mit Batterien aufladen, somit ist alles safe erstmal. Was den Energieverbrauch angeht. Und mit den Triebwerken, Triebwerksausstattung bin ich soweit zufrieden. Könnte besser sein sicherlich, aber aufgrund der Größe und dass ich einen Innenraum habe, den man sonst bei kleinen Schiffen ja nicht so oft hat, ist der Platz natürlich auch begrenzt. Außerdem sind die Tragflächen natürlich, also hier spielt ja das Design auch eine Rolle. Wie bei der Voyager ja auch, ne? Hier ist ja das Design auch entscheidend und nicht nur die Funktion. So. Beleuchtung haben wir. Cockpit vorne ist ein bisschen dunkler gehalten, damit man nicht so geblendet wird vom blauen Licht. Das war falsch, das. So. Gut. Aero Shuttle ist also soweit erstmal ready. Aktuell allerdings nicht gelüftet, stelle ich gerade fest. Zwei Tanks sind auch nicht voll. Mal die Sauerstoffgeneratoren einschalten. Lüftung einschalten. So. Kein Eis mehr da zum Lüften, war doch eigentlich, müsste das Lüften funktionieren. Achso, ich muss ihn natürlich, ja, nicht einschalten, sondern unten, hier, da, so, jetzt, so, einmal kurz belüftet, fertig, haben wir wieder Luft hier drin. So, gut, jetzt werden die H2-Tanks noch wieder gefüllt, sehr schön, gut. Aber ich will an der Voyager arbeiten und nicht am Aero Shuttle und, geht er von selbst zu. Jetzt habe ich das wieder, Den Rahmen können wir dann hier gleich wieder abbauen. Der ist ja jetzt unten in der Voyager schon drin. Da ist er. Der Rahmen. Hier kommt es dann rein, das Schiff. Aha. So. Das Schöne ist, was ich bisher festgestellt habe, wieder von der Höhe her, ist der Hangar gerade mal so flach, weil das Schiff ja nicht sehr hoch ist, dass ich sogar mit der Laufsteghöhe hier hinkomme. Dass ich dann sogar im Prinzip hier oben wieder rauskomme, ne, auf der Ebene. Also das ist, man könnte also hier locker problemlos noch ein paar Räume machen. Wo ich keine Ahnung habe, was ich da für Räume reinmachen soll, ich weiß es nicht. Ich habe überlegt, ob ich noch ein Partmotorster baue für rechts, links und so, für damit ich auf dem Planeten, habe ich ja bisher noch gar nicht, ne, Partmotorster rechts, links, habe ich ja gar nicht bisher, ne. Motorfaster. Naja, muss ich mal gucken. Vielleicht brauche ich da noch ein paar ein. Jetzt brauche ich aber einen Zugang zum Shuttle überhaupt. Da wir hier sehr dicht dran sind, werden wir den Block einmal austauschen. Und hier genau diesen Block einsetzen. Und auf den Seiten, damit es schöner aussieht, machen wir da auch einen anderen hin. So. So. Obwohl... Machen wir nicht. Nö. Lassen wir so, wie das ist. Ich muss ja jetzt einen Weg vom Shuttle nach oben haben. Außerdem muss ich noch so eine kleine Schleuse irgendwo mit hin. Von daher, mal schauen, wie ich das gestalte gerade. Ich muss ja ein paar Blöcke hoch, um da oben hinzukommen. Wenn ich von hier aus hier die Tür drauf... nicht hier oben die Schleuse machen, einfach nur Treppe runter. Ja. Ja, das wäre, glaube ich, keine so schlechte Idee. Machen wir mal hier jetzt. So, jetzt setzen wir hier eine Tür bereit. So. Machen wir nur eine Einfachschleuse, das ist nichts mit B- und Entlüften, das ist dann egal.
an sich wäre mir die Sicherheit da wichtiger. Ja, wenn ich hier noch einen setze, ja, komme ich gerade so darunter, wa? Ja. Ja, so. Machen wir doch hier die zweite Tür, dann haben wir dazwischen Platz, dann könnten wir theoretisch die Schleuse auch B-entlüften. Jetzt könnte ich hier eine von den Treppen hinsetzen. So, das sind so. Kann ich den hier wegnehmen? Geht das? Theoretisch ja, ich muss nur mal gucken. Ah, das gefällt mir an sich eigentlich nicht so richtig, aber deswegen habe ich mir nämlich überlegt, ob ich hier einfach die lange Rampe hinsetze. Die gibt es ja auch noch, diese lange, die hier. So. Ist ja auch eine Treppe, ne? So. Da fehlen noch kleine Rohre. Für die interne. So, kleine Rohre und interne auf jeden Fall wieder. So, ein paar kleine Rohre und ein paar interne. So. Das Ding muss ich bald wieder wegmachen, das stört. Das ist genau in meiner Flugbahn hier. Etwas hinderlich. Zum Aero Shuttle runterlaufen. Ziehen wir jetzt hier eine Wand lang. So, nehmen wir mal die internen Blöcke wieder. So, dann müsste ich jetzt den wegnehmen. Dann nehmen wir hier aber einen ganzen Stahlblock jetzt einfach. Von außen ist noch, dass so eine Stelle jetzt ist. Ja, sieht man trotzdem schon. Oder? Er macht trotzdem diese komische Kante hier hin halt, ne? So. Mal gucken, wie wir die bauen, ne? Zugang zum Shuttle dann. Dafür mit die Herstellungskomponenten, okay. Einmal durch. So. So. Kommt dann zum Shuttle runter. Genau. Okay. So, ein bisschen gucken, ne, wie das aussieht alles hier.
Energy low. Ja, ja, Energy low. Ich weiß. So, mir wird ja mal angehalten, ich soll möglichst die internen verwenden. Ja. So, dann haben wir jetzt ja bei den Treppen auch noch die andere Rampe, die hier genau, die Ramp an sich. So. Mal wieder interne. Interne wieder. Energie müssen wir eh aufladen. So, interne. So, hat Energie. Energie nicht vergessen. Sonst sterben wir hier noch. Das wollen wir ja nicht. So. Hier kommt aber ein Stahlblock hin. So. Da es an der Stelle eh nicht dicht sein muss, ist das eh Schnuppe an sich, aber da spielt die Dichtigkeit ja keine Rolle. Und da fehlt die Interne schon wieder. Wie kriegen wir denn mit? 200 und trotzdem ist das so schnell wieder alle noch fast. Meine Güte. Es gibt einiges noch zu vervollständigen. Hier zum Beispiel die zweite Luftschleuse auf der Backbordseite muss noch gemacht werden. Die Beleuchtung. Also im Schiff muss ja auch noch eine Menge Beleuchtung rein. Ich brauche Licht, ich brauche ein paar Wegweiser vielleicht, ein paar Schildchen oder so irgendwo. Ein paar Displays. Viel, viel Kleinkram, der sich dann noch ergibt mit der Zeit. So. Was ist denn hier? Motoranzeige, Computer, Herstellung, Panzerglas. Motoranzeige, Computer, Herstellung, Panzerglas. Ups, das war so Motor, Anzeige, Computer, Herstellung, Panzerglas. Allerdings von ein paar könnten ein paar Sachen mehr sein. Ne? Haben wir Herstellungskomponenten irgendwo? Und wir haben keine Herstellungskomponenten mehr. Machen wir mal ein paar. Ein Panzerglas noch extra. So. So.
Zugang Error Shuttle. So, gut. Die Schleuse Lüfte oder B-Lüfte oder allgemein oder Endlüfte einfach nur. Ich weiß noch nicht, wie ich das da handhabe mit der Schleuse. Mal gucken. Muss ich mir noch überlegen. Und da fehlen die Herstellungskomponenten wie erwartet. Und die internen fehlen auch schon wieder. Okay. So, jetzt werden wir erstmal ein bisschen aufräumen. Nehme ich mal eben schnell hier ein bisschen was wegflexen. Muss ja auch mal alles abgebaut werden, ja. Andere Seite. So. Und hier genauso. Ja, sind ein paar Blöcke, die hier weg müssen. Inventar ist eh gleich voll. Liebe Leute, aber das soll es dann auch schon wieder gewesen sein für heute. Ich verabschiede mich von euch, wünsche euch noch einen schönen, schönen Rest. Was haben wir heute? Donnerstag? Freitag ist schon, stimmt. Rest Freitag und kommt gut ins Wochenende und wir hören uns dann am Sonntag wieder. Genau, da kommt die nächste Folge von Space und ja, bleibt gesund und munter und ja, bis denn, ne? Tschüss, tschüss!